Freitag letzter Woche stand Europa plötzlich kurz vor einem möglichen flächendeckenden Blackout. Ja, im Stromnetz ist es zu starken Frequenzabsenkungen gekommen. Die Lage war äußerst angespannt. Wie nahe sind wir jetzt tatsächlich an einem möglichen Blackout? Bei uns zu Gast dazu nun EVN-Unternehmenssprecher Stefan Zach. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Ja, um ins Thema reinzukommen, können Sie uns noch einmal mit einfachen Worten schildern, was war da los Freitag letzter Woche? Was waren sozusagen die Ursachen dessen, dass es wirklich, Van der Bellen würde sagen, arschknapp war? Freitagnachmittag kam es tatsächlich zu einer Frequenzabsenkung im europäischen Stromnetz. Das kann man sich so vorstellen, die Frequenz ist eigentlich die Taktung in diesem Stromnetz. Die hat immer 50 Hertz. Und diese Frequenz ist um einige Prozentpunkte abgesunken. Mhm. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Den sogenannten Normalbetrieb gibt es in einer Bandbreite von 50,2 bis 49,8 Hertz. Aber wenn es drunter geht oder drüber geht, schalten sich die ersten sensiblen Maschinen vom Netz automatisch ab, damit sie nicht kaputt werden. Das sind etwa Maschinen in der Papierindustrie oder auch sensible Kraftwerke. Das ist ja genau das Problem. Das heißt, man verliert ein bisschen die Kontrolle über das Netz, über die Netzstabilität, weil Kraftwerke vom Netz gehen, ohne dass man es offenbar aktiv beeinflussen kann. Ganz genau. Mhm. Man kann sich das einfach gesagt so vorstellen, durch einen Ausfall eines großen Kraftwerkes oder mehrerer Kraftwerke beziehungsweise das Wegfallen von Teilnetzen, also von regionalen Netzen in diesem europäischen Strommarkt, führen dazu, dass plötzlich mehr Strom aus diesem Netz herausgezogen wird von den Verbrauchern, von den Kunden, als eingespeist wird. Und das führt dazu, dass die Frequenz nach unten absinkt. Das kann aber auch im Gegenteil so anders probieren. Sensibel ist es in jedem Fall, ob zu hoch oder zu niedrig eine Frequenz gehört, quasi ausgeglichen. Die Ursachenforschung ist bei derartigen Effekten immer sehr schwierig. Das ist so eine Art Henne- und Ei-Prinzip. Man weiß nie so wirklich, wo man anfängt. Aber man hört jetzt permanent, die Nichtstabilität alternativer Energien, Windstrom zum Beispiel, ist da ein Thema. Die ist mal da, mal nicht da. Ist das der Grund für derartige Ursachen? Nein, das ist mit Sicherheit nicht der Grund. Da gibt es immer mehrere Gründe für solche Ereignisse oder auch für die Stabilität eines Systems. Wir glauben, dass die erneuerbaren Energien und die Versorgungssicherheit Hand in Hand gehen müssen. Wir wissen alle, dass aus Gründen des Klimaschutzes die Erneuerbaren ausgebaut werden müssen. Mhm. Das ist auch gut so. Wir leisten da auch einen sehr großen Beitrag durch die Errichtung von Windrädern, Photovoltaikanlagen oder auch Biomassekraftwerken. Aber es braucht auch neben diesen volatilen Erzeugungsanlagen stabile Turbinen oder Speicher oder andere Maßnahmen, um das Netz auch sicher zu gestalten. Weil wir haben alle nichts davon, wenn der Strom dann ausfällt. Das hat unvorstellbare Folgen für Mensch und Wirtschaft. Ja, allein die Auswirkungen aufs Gesundheitssystem sind eine Katastrophe. Allein die Leute, die in den Liften stecken bleiben und von der Feuerwehr geborgen werden müssen, das kann Tage dauern. All das sind natürlich sehr sichtbare Konsequenzen aus einem Blackout. Es gibt aber da noch Dinge, die denkt man gar nicht. Es kommt kein Benzin mehr aus den Tankstellen-Zapfsäulen, weil der wird nach oben gepumpt in Gegenden, wo das Wasser nicht von den Bergen runterkommt, sondern möglicherweise gesäubert wird aus Seen oder Bächen, kommt das Wasser nicht mehr, weil es einfach weiter unten ist und ohne Strom gibt es keine Pumpleistung. Wie weit kann denn so ein Blackout im Extremfall gehen? Nehmen wir wirklich ein Worst-Case-Szenario her. Die meisten Experten in Europa gehen davon aus, dass ein überregionaler Blackout, das heißt ein Blackout, der mehrere Länder oder größere Regionen in Europa umfasst, wo es gleichzeitig finster wird, dass der Wiederaufbau, bis die letzten Kunden wieder Strom haben, bis zu 10 Tage dauern kann. Genau so ein drastischer Zustand ist ja in dem berühmten Buch von Mark Ellsberg beschrieben worden, Blackout, nehme ich mal an, die Bibel von Ihnen, auch wenn es sozusagen eine fiktive Geschichte ist. Da ist ein Szenario geschildert, wo es tatsächlich
10, 11, 12 Tage dauert. Es fällt normal der Strom aus, irgendwann einmal gibt es keine Energie mehr, die Notstromaggregate werden leer, Handys funktionieren natürlich nicht mehr, das Internet ist nicht mehr da. Und am Ende des Tages kommt es zu bürgerkriegsähnlichen Szenarien. Ist sowas wirklich denkbar? Sowas kann man nicht ausschließen. Die österreichischen Stromnetze sind grundsätzlich sehr sicher, aber man muss etwas tun, damit das auch so bleibt. Wir wissen, wir müssen in den nächsten Jahren die Klima- und Energieziele der Republik erfüllen. Es soll sich die Photovoltaikleistung verzehnfachen, die Windkraft verdrei- bis vervierfachen. Dafür braucht es sichere Netze, damit man den Strom dorthin transportieren kann, wo er gebraucht wird. Weil der wird regional, gibt es da bereits Leistungen, die kann man in der Region nicht mehr verbrauchen. Das ist gut so, dass wir so viele Erneuerbare haben. Aber es braucht auch Maßnahmen für die Sicherheit. Und die sind in den letzten Jahren sicher vernachlässigt worden, weil die politischen Rahmenbedingungen dafür fehlen. Ganz einfach, das Jahr hat 8.760 Stunden. Eine Photovoltaikanlage bringt ihre volle Leistung 1.200 Stunden im Jahr. Ein Windrad bis zu 3.000 Stunden im Jahr, ein Wasserkraftwerk 4.000 bis 5.000 Stunden. Die Kunden wollen aber 365 Tage rund um die Uhr Strom haben und da brauchen wir einfach zum Beispiel kleine Gasturbinen, die auch mit Biogas, später mal Naturgas aus erneuerbarem Überschussstrom erzeugt, die wir dann einsetzen können, um diese Schwankungen einfach abzufedern, auszugleichen. Das sind ja jetzt die Forderungen, auch die EVN als großer Energieversorger in Ostösterreich ist ähnlich wie die Wien Energie dahinter sozusagen, dass diese Netzwerkstabilität eben gewährt bleibt und man eben nicht in jenen Stunden, wo die Erneuerbaren nicht liefern, und das ist nicht vorhersehbar, sozusagen im Dunkeln zu sitzen. Die Forderung ist ganz konkret, Gaskraftwerke zu enttabuisieren, auch Kohlekraftwerke. Das sind Dinge, die zuletzt in Misskredit gekommen sind, aber eben als eiserne Reserve sozusagen, weil sie sehr schnell hochgefahren werden können, sozusagen wieder im Blickwinkel mehr denn je zu stehen haben. Also nicht für den Dauerbetrieb, künftig schon gar nicht, wo es immer mehr alternative Energien gibt, sondern eben für kurzfristige Steuerungsmaßnahmen. Wie ist denn das rein rechtlich? Sind Sie verpflichtet, mittelfristig alle Kohlekraftwerke abzudrehen, wenn es jetzt nicht sozusagen zu einem Umdenken kommt? In Österreich gibt es kein Kohlekraftwerk mehr. Die sind alle bereits stillgelegt. Das Kraftwerk Dürnrohr, seit 2019, das Kraftwerk Mellach in der Steiermark, seit Anfang 2020. Das war das letzte, ja. Genau. Kohle ist in Österreich kein Thema mehr. Das ist sicherlich auch eine ganz klimaschädliche Erzeugungsform, auch wenn sie natürlich versorgungstechnisch Vorteile hat, weil Kohle kriegt man anders als Erdgas in 5 Dutzend Ländern weltweit. Das Gas kommt halt zum Großteil aus Russland. Da gibt es auch Bedenken wegen der Sicherheit, natürlich der Lieferung. Aber wir werden tatsächlich ein Maßnahmenbündel brauchen an unterschiedlichen Dingen. Ein Teil davon wären Flugzeugturbinen. Das sind Turbinen, die eine Leistung von 50, 60 Megawatt haben, also viel kleiner sind als die Gaskraftwerke, die wir derzeit haben. Diese Kraftwerke braucht man in einem modernen, neuen Energiesystem nicht mehr. Jetzt braucht man sie dringend, weil nichts anderes da ist, aber ein Teil davon ist schon recht alt. In Wirklichkeit müssten die durch schnell startende Gasturbinen ersetzt werden, die in Bereitschaft sind, das ganze Jahr aber nur ganz wenig erzeugen. Das heißt, die CO2-Emissionen sind wirklich äußerst geringfügig. Also eine Art Standby-Betrieb, um dann sehr, sehr schnell präsent zu sein. Ganz genau. Wir sehen das als eine Art Haushaltsversicherung, die man abschließt, um sicher zu sein, dass der Ausbau der Erneuerbaren auch sicher über die Bühne geht. Der ist notwendig, der muss halt mit Augenmaß und im richtigen Tempo erfolgen. Der Handlungsbedarf dürfte aber offenbar ganz enorm sein. Wien Energie regelt nach eigenem Bekunden rund 240 Mal dazu oder weg, um die Netzwerkstabilität zu garantieren. 240 Mal im Jahr muss interveniert werden, aktiv. Vor gar nicht so langer Zeit waren das 15 bis 20 Mal im Jahr. Also eine Verzehn-, Verfünfzehnfachung
des notwendigen Eingriffs. Würde das dann schon reichen, wenn ein einziges Mal von diesen 240 Mal im Jahr nicht interveniert wird, dass wir wirklich am Rande des Kollaps stehen? Ja, das würde ausreichen. Das ist nicht nur bei den Kollegen in Wien so, das ist auch bei uns so, das ist österreichweit so, dass diese Eingriffe, die notwendigen Eingriffe ins System zugenommen haben, und zwar dramatisch. Und das wird in den nächsten Jahren durch den Ausbau von Wind und Sonne noch deutlich mehr werden. Deshalb braucht es hier Maßnahmen, um diesen Ausbau auch sicher zu gestalten. Spielt ja gleich eine Rolle, dass derzeit im Lockdown und auch sonst Homeoffice am Vormarsch ist und Menschen auch während des Tages plötzlich zu Hause sind, der Energieverbrauch sozusagen örtlich woanders anfällt, weniger in den Unternehmen und in den Ballungszentren, vielleicht mehr in der Peripherie und am Stadtrand? Nein, das spielt da gar keine Rolle. Da geht es um Megatrends in Europa. Es kommt immer mehr volatile Erzeugung dazu, also Erzeugung, die wie die Sonne oder der Wind halt schwankend vorhanden sind. Das ist super, aber man braucht etwas, um diese Schwankungen auszugleichen, weil die Kunden wollen ja ständig Strom haben, und da braucht es eben Maßnahmen, die das System sicher machen. In Niederösterreich gibt es ja quasi so eine Art Standby-Geschichte in Theiß bei Krems, ein Gaskraftwerk, das man sehr schnell in Betrieb nehmen könnte und offenbar auch immer wieder tut. In Wien gibt es zwei, ja. In Simmering und in der Donaustadt. Mhm. Wenn man jetzt den Raum Ostösterreichs hernimmt, mit Wien und Niederösterreich, genügen diese drei Kraftwerke, um gegenzusteuern, oder ist es vom Volumen einfach zu wenig, wenn es mal noch extremeren Bedarf gibt? Die alleine genügen mit Sicherheit nicht. Das kann man so einfach nicht sagen. Es wird Situationen geben, wo diese drei Kraftwerke das System gut stabilisieren können, aber es wird Situationen geben, wo das nicht möglich ist, weil vielleicht ein oder zwei dieser Kraftwerke gerade nicht verfügbar sind, weil da müssen ja auch hin und wieder Teile ausgetauscht werden oder weil sie bei einem Blackout beschädigt werden und danach nicht wieder hochgefahren werden können. Das kann man so pauschal nicht sagen. Mhm. Vernünftig wäre es, wenn man sehr stabile kleine Einheiten hat. Diese großen braucht es gar nicht mehr so sehr in Zukunft. Wir glauben, dass Flugzeug- oder Industrieturbinen eine gute Möglichkeit wären, aber sicher nur eine Maßnahme in einem ganzen Bündel. Jetzt ist Österreich ja teilweise auch davon abhängig, dass im Ausland der Strom reguliert wird. Zum Beispiel in Tschechien passiert das häufig, teils auch mit Atomstrom. Der vielgescholtene Atomstrom wird plötzlich dann sympathisch, unter Anführungszeichen, wenn es um die Netzwerkstabilität geht. Es sind ein bisschen unfair, Trittbrettfahrer anderswo zu sein, wenn wir die Probleme verursachen und das Ausland muss sich sozusagen um die Stabilität kümmern? Wir denken, dass das eine Frage der Glaubwürdigkeit auch der österreichischen Energiepolitik ist. Wir wollen diese Abhängigkeit von Lieferungen aus dem Ausland nicht, weil es sagt Ihnen auch niemand, dass im Krisenfall jemand aus dem Ausland Strom hierher liefert. Und noch dazu, Strom aus Kraftwerken zu beziehen, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke in unserer Nachbarschaft, gegen die Politik eigentlich seit vielen Jahren zu Recht Sturm läuft. Das passt irgendwie nicht zusammen. Da sollten wir uns schon eine eigene Haushaltsversicherung anschaffen und Ressourcen in Österreich schaffen, damit wir im Krisenfall sicher sind. Kommen wir noch einmal zu diesem konkreten Krisenfall, von dem natürlich jeder hofft, dass er nie eintritt. Aber auch das ist in dem Szenario von Marc Elsberg sehr drastisch beschrieben. Am Ende des Tages lassen sich nicht einmal mehr die Kraftwerke starten, weil auch dazu benötigt man eine Art von Energieimpuls, der nicht mehr da war. Dann kommt dann plötzlich das Wasser aus den Energiespeichern, aus den Dauerkraftwerken zum Beispiel, ins Spiel. Ist das so, dass die Pumpspeicher dann mit den Rohrleitungen nach unten die Turbinen quasi so ankurbeln, wie man sich das im Auto mit einem Kaltstart vom Motor vorstellt? Das ist leider viel, viel komplizierter und komplexer. Das sprengt, glaube ich, den Rahmen hier. Aber dem Grunde nach braucht man sogenannte schwarzstartfähige Kraftwerke, um ein System nach einem Blackout wieder aufzubauen. Das geht auch nicht auf Knopfdruck. Durch das Einschalten von Kraftwerken und das Zuschalten von Verbrauchern, sondern das funktioniert ebenfalls durch ein Maßnahmenbündel. Man muss in Teilnetzen wieder aufbauen. Die Frequenz muss immer diese 50 Hertz haben. Das heißt, Sie brauchen immer eine Balance zwischen
Erzeugung, die hochgefahren wird, und Verbrauch. Das heißt, da werden Teilnetze zugeschalten. Das geht dann Schritt für Schritt. Und dafür braucht es aber schwarzstadtfähige Kraftwerke. Das sind Kraftwerke, die keinen Strom brauchen, um wieder in Betrieb gehen zu können, weil für Großkraftwerke brauchen sie riesige Maschinen, die jetzt einmal den Strom erzeugen, um den Kessel vorzuwärmen. Ja, da brauchen, und viele Kraftwerke haben das gar nicht mehr und können deshalb ohne Strom aus dem übergeordneten Netz gar nicht mehr hochgefahren werden. Es bedarf also quasi eines Sicherheitsnetzes dieser kleinen Turbinen, wie Sie sie bezeichnen. Gibt es da konkrete Verhandlungen mit der Umweltministerin im Energiebereich? Sind Sie mit Frau Gewessler in intensivem Kontakt? Wie läuft das? Da wünschen wir uns einen runden Tisch von allen Beteiligten, um die Sicherheitskonzepte, die es in Österreich gibt für den Fall des Blackouts, noch einmal unter den neuen Rahmenbedingungen auch zu überarbeiten und da zu vernünftigen Lösungen für Bevölkerung und Wirtschaft zu kommen. Glauben Sie, wird das Thema unterschätzt aus der Politik? Das Thema wird mit Sicherheit unterschätzt, weil es kein Wohlfühlthema ist und weil es auch etwas kostet, Versorgungssicherheit zu garantieren. Wir haben eine unfassbare Anzahl von Kommentaren unter der Berichterstattung vom letzten Freitag. Da war ja auch die EVN davon betroffen, ein Riesenthema. Die Leute sind da wahnsinnig sensibilisiert. Offenbar haben die viele davon das Buch gelesen und können sich wohl selbst vorstellen, was es bedeutet, keinen Strom mehr zu haben. Eigentlich wirkt das gar nicht so schwierig, Aufmerksamkeit für dieses Thema zu bekommen. Da müsste man wahrscheinlich vehementer beim Umweltministerium auftreten. Das ist die eine Möglichkeit. Ich sage jetzt auch ganz ehrlich, die Energieunternehmen haben selber mit diesem Thema keine besondere Freude, weil wir sind ja alle stolz drauf, dass unsere Netze so sicher sind und alles wunderbar ist. Und es fällt uns sehr schwer, aus dieser Tradition rauszugehen und zu sagen, wie es wirklich bestellt ist um die Sicherheit. Und das könnte tatsächlich besser sein. Wir müssen jetzt in die Zukunft schauen, nicht in die Vergangenheit, und schauen, was kann man jetzt tun, damit die Kunden sich vor einem Blackout nicht fürchten müssen und wenn er dann doch eintritt, dass wir rasch wieder alle Kunden mit Licht und Wärme versorgen können. Das heißt also nicht nur ein politisches Lobbying, das da nötig ist, sondern auch eine Art Selbstreflexion, um die Gefahr mal selbst zu erkennen. Blicken wir noch ganz kurz in die Zukunft. Diese Szenarien werden also offenbar hunderte Male im Jahr verhindert. Das wirkt für einen Laien sehr bedrohlich. Wenn ein einziges Mal das nicht gemacht wird, könnte dann schon der Tanz am Rande des Vulkans möglicherweise zu einem Einbruch im Vulkan führen. Wie realistisch glauben Sie, und man hört ja immer, es ist nicht eine Frage ob, sondern nur wann, wie realistisch ist es tatsächlich, dass so ein Blackout wirklich kommt? Es gibt Experten, die die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem großflächigen Blackout in Europa kommt, als extrem hoch einschätzen in den nächsten 5 Jahren. Ob das wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen, aber ich würde davon ausgehen, dass eine Verkettung von unglücklichen Umständen, wo keiner dieser Umstände jetzt systembedrohend ist allein, dass durch so eine Verkettung es zu einem großen Blackout kommen kann. Diese Wahrscheinlichkeit schätze ich auch als sehr hoch ein. Man kann sich das so vorstellen wie ein Spinnennetz. Wenn einer dieser Fäden reißt, ja, dann entsteht eine große Spannung oder eine größere Spannung bei den anderen. Das ist auch im Stromleitungsnetz so, im europäischen. Wenn da große Leitungen durch Unwetter, durch Naturkatastrophen beschädigt oder gekappt werden, dann verteilt sich der Strom in diesem Netz plötzlich ganz anders und da kann es an anderen Stellen zu Überlastungen kommen. Und wenn dieses Netz an mehreren Stellen Defekte kriegt, dann kann es sehr rasch zu sogenannten Kaskadeneffekten und zu einem Totalausfall kommen. Kann man sich bildlich vorstellen, will man sich aber bildlich nicht vorstellen. Nein. Hoffen wir alle, dass diese Prophezeiung so nicht kommen wird. Stefan Zach vom Energieversorger EVN, vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen und bei denen alles Gute beim Kampf der Abwehr allfälliger Blackouts. Danke für die Einladung. Ja, es ist ein gewaltiges Thema, das da auf uns zukommt. Mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten 5 Jahren ein gewaltiger Blackout. Sorgen Sie vor mit Kurbelradios, mit Trockenspiritus, mit teilweise auch Lebensmitteln, um zumindest eine gewisse Zeit überbrücken zu können. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Thema. Wir sehen uns bald. Auf Wiedersehen.